Servus YouTube! Herzlich willkommen bei Underwater World Shark. Nach einer kurzen und relaxten Oberflächenpause machten wir unseren zweiten Tauchgang im Innenriff des Tauchspots Fugani. Dies war gleichzeitig auch der letzte Tauchgang unseres Tauchurlaubs 2022 in Ägypten. Jedoch bekamen wir wieder einige Highlights vor die Kamera. Deshalb wurde das Video auch etwas länger als sonst. Ich hoffe jedoch, ihr genießt den Tauchausflug mit uns und habt jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Hier seht ihr den ersten Blaupunkt-Stachelrochen des Tauchgangs. Ein paar Meter weiter, dann gleich das nächste Exemplar. Einen Anemonenfisch ohne Anemone sieht man auch nicht so häufig. Plötzlich zog eine kleine, hübsche Meeresschildkröte vorbei. Ich vermute mal, es handelt sich hier um eine Karettschildkröte. Welche Art genau, kann ich leider nicht sagen. Thank you.
Dann trafen wir auf eine Riesenmoräne. Ein wirklich beeindruckendes Exemplar. Direkt vor mir ein Imperator-Kaiserfisch. Hier kam ich einem Rotmeer-Wimpelfisch wirklich sehr nahe. Auch ein Titan-Drückerfisch schaut mal kurz vorbei. Hinter diesen beiden Echsenfischen der nächste Blaupunkt Stachelrochen. We'll be right back.
Was hier natürlich auch nicht fehlen darf, ist ein Schwarm Rotmeerbarben. Hier direkt voraus konnten wir noch eine Gruppe Sandaale entdecken. Eine der schönsten Drückerfischarten ist der Picasso-Drücker. Nach diesem Tauchgang hatten wir unsere Tauchpakete aufgebraucht. Jedoch hatten wir natürlich noch einen Tag übrig. Diesen Tag wollten wir nicht ungenutzt verstreichen lassen und machten uns nochmal mit ABC-Ausrüstung auf ins nördliche Hausriff. Dort verabschiedeten wir uns natürlich gebührend vom Roten Meer. Und dieses Video zeigen wir euch am kommenden Samstag um 19 Uhr als Abschluss dieser Serie hier auf diesem Kanal.
dann macht's es gut, bis nächsten Samstag. Alles Gute, eine angenehme Woche und immer gut Luft. Wünschen euch Michael und Hagen.